Er hat sich versucht, eine Banane in den Hintern zu schieben und hat seinen PC weggeschlagen und hat mit seinen Schlafpantoffeln woher wurde ich abgeschossen? Was zur Hölle? Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Ace of Spades. Diesmal nur mit einem Gast und ja. Wer ist denn dabei? Hallo. Ja, hi. Ja, hi. Hi. Hi, ebenfalls. Doch. Ja, wir spielen Ace of Spades. Das müsste jetzt die 76. Folge sein. Und ich habe mir mal wieder neue Waffen reingetan. Und zwar eine Pistole, eine AK und boom. Und was habe ich mir noch reingetan? Ich habe mir noch... ich bin tot. Ich habe mir noch so ein neues Ziel reingetan und... Hab mir Dynamit reingetan. Yeah, geil. Juhu. Dynamit ist cool. Ja, finde ich auch. So, welchen Team bist du? Du bist in, er heißt übrigens Mekan und ist über mir. Also im grünen Team. Greenpeace. Und, ja, dann würde ich aber mal sagen, fighten wir einmal ein bisschen. Ja, ich bin schon gestorben. Ich noch nicht. Gott sei Dank, ich bin noch nie gestorben. Wenn man die Waffe wechselt, muss man 26 Sekunden warten. Das ist aber auch nett. Ja, das ist immer, kommt drauf an, wenn du tot gehst, ne? Wenn du im richtigen Zeitpunkt tot gehst, musst du nur eine Sekunde warten. Geht weg, ey. Boah, ich hab ihn gesniped, ey, geil, mit einer Pistole. Zwei Schüsse. Er ist so schlecht. Die nächste Map. Scheiße. Oh, nächste Map. So, Leute, das war's mit Let's Play Ace of Nine. Nee, jetzt geht's einfach mal wieder weiter. Ich hoffe mal, es kommt eine gute Map. Also eine, die jetzt irgendwie selbst gemacht wurden. Ich spiele gerne Maps, die selbst gemacht wurden. Die sieht cool aus, oder? Also die kenne ich noch gar nicht. Mich auch nicht. Gut, dann spielen wir mal mit einer AK. Geile Map, also die kenne ich noch nicht. Wieder grün? Doch, die kenne ich. Walmart. Ey, wo gibt's denn noch Walmart? Okay, die Map kenne ich, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, ich bin grün, ja. Ich bin gerade auf einem Haus gespawnt und ich schaue mir jetzt einfach mal so ein bisschen in der Stadt um. Oh, ich bin im blauen Team gelandet. Übrigens, falls sich ein paar Leute fragen, wo ich die Waffen herbekomme, geht auf gamebanana.de und dann gibt ihr da bei der Suche Ace of Spades ein und da könnt ihr dann Sachen downloaden und so weiter und so fort, die auch relativ gut sind, weil die Seite wird ja jetzt neu gemacht und da gibt es das ja nicht mehr und später im Dezember muss man auch für das Spiel Geld bezahlen, aber das ist dann, glaube ich, noch viel cooler. Also es wird richtig aufgepusht. Wir kämpfen übrigens gegen die Blauen. Du bist auch mal im Team, ne? Nee, ich wurde ins Blaue reingeswitcht. Achso, das finde ich auch mal ganz nett, wenn man... Scheiße! Wenn man in einem anderen Team gespawnt wird. Man drückt auf Grün, ne? Und du kommst ins blaue Team. Das ist so dumm. Ja, das stimmt. Ich habe mir gerade Waffenskins geholt, aber irgendwie das Visier ist nicht verändert. Ja, du musst, das Visier müsste entweder die KV6-Datei sein oder die PNG-Datei. Ah. Ja, also ich finde, das ist eigentlich relativ einfach, sich mal so neue Waffen zu holen und so. Du musst eigene Sachen überspeichern. Da kommen sie alle! Tötet sie! Dann müsste ich mir die Waffen gleich nochmal neu runterladen und die Visiere reinmachen. Ja, am besten, immer wenn du was dir downloaden tust, da muss immer eine KV6-Datei sein und eine PNG-Datei. Es kann aber auch eine WAV-Datei dabei sein, das ist nämlich die Sound-Datei dann. Ah! Hab ich dich getötet? Ja, geil! Ach, Menno. Ich bin so gut. Ich hab dich getötet. Oh, Mann. So, ich verstecke mich jetzt mal hinter meiner selbstgebauten Barrikade. Und zu dem Ace of Spades Let's Play, das wird eigentlich immer weitergehen, weil es macht mir wirklich am meisten Spaß noch. Gerade hat hier jemand ein Haus niedergerissen. Oha. Also finde ich auch mal sehr toll, wenn man Häuser, so eine fetten Häuser zerstört. Man muss ja unten alles nur entfernen, nicht wie bei Minecraft, und dann zerfällt es erstmal ordentlich. Ja. Ja, und ich finde, Ace of Spades macht so eigentlich Spaß, ne? Also von der ich finde, es macht immer noch Spaß. Ich mache das ja jetzt schon seit 9 Monaten oder so. Und ja, Alter. Es wird immer weitergehen, denke ich mal. Und es werden immer Leute mitspielen wollen und so. Ach ja, nochmal für die Leute, die mitspielen wollen. Bitte seid nicht unbedingt 8 und also ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ihr habt ein gutes Mikrofon. Das ist mir das Wichtigste.
Und es sollten bitte keine Eltern bei euch im Zimmer sein oder... Ne, also... Ich habe nämlich gerade noch einen dabei. Genau, grüß dich. Wir hatten gerade Minecraft-Tobi. Wir hatten gerade ihn dabei und bei ihm waren Eltern im Zimmer. Und das ist Alter. Immer... Das ist nicht so toll, finde ich, wenn da Eltern mit im Hintergrund sind. Ja. Das war jetzt nicht so toll. 30 Sekunden warten, genau. 30 Sekunden meines Lebens verschwenden hier. Nur weil du getötet wurdest. Ja, toll. So lange kann ich nicht, ich habe keine Geduld. Ich breche jetzt schon bei 10 Sekunden ab. Also die Map habe ich schon mal gespielt, also. Ja, ich kenne die schon. Hier mit eurer blöden Brückenbarrikade. Ich finde die relativ cool, aber hier, man kann auch die Brücken zerstören, denn dann kommt man da sehr schwer rüber. Das ist kacke. Ja, gemacht einfach alle Häuser kaputt. Nee, das steht sogar noch. Lol. Alter. Das steht noch. Jetzt. Das zerfällt immer mehr. Was für Deppen, die machen einfach alles kaputt hier. Hä, was? Okay. Ich wurde gerade ungeportet. Lol. Ihr könnt mir auch gerne mal. Geht mal auf. Der Admin hat mich getötet. Geht mal auf Game Banana. Und schickt mir einfach mal vielleicht eine... Jetzt hat nicht ehrlich einer die Brücke niedergerissen. Haha! Ihr könnt mir ja mal Waffen per PN schicken, wenn ihr wollt. Die kann ich ja dann mal dran nehmen oder so. Wo seid ihr? Welche Richtung war das nochmal? Ich versuch grad auf deine Brücke... Alter! Der macht dir alles kaputt! Leute, ich finde den Weg nicht mehr. Leute, ich will auf eure Brücke wieder drauf. Geil. Ich drück mal kurz M. Also ich finde das nicht so geil. Ah, da müssen wir hin. Jetzt rechts rum. Alter. Ich wechsle gleich nochmal meine Waffe zu meiner Pistole. Simi, lauf mal zum Ende der Brücke. Ja, mach ich grad. Also unser ist noch heile. Unsere Brücke ist noch heile. Lauf mal bis zum Ende der Brücke, bitte. Ja, mach ich gerade, wenn mich nicht wieder jemand tötet und ich sterbe. Krass, eure Brücke ist kaputt. Noobs. Ah! Alter! Leute, sie schießen von überall. Jetzt wollte ich dich töten und die hat meine Deckung kaputt geschossen. Wie unfreundlich. Also ich glaube, dass der Admin gar kein Admin ist. Nö. Der hat sich bestimmt nur so genannt. Ey, ich dachte, jetzt habe ich ihn getötet. Ich habe den aber gar nicht getötet. Oh, ich werde abgeschossen. Scheiße. Scheiße, in Deckung gehen. Das war... Alter! Nein! Kacke. Ich sollte mich nicht immer so aufregen. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Die Schrotwinde verändere ich übrigens fast nie, weil... Ich weiß nicht, ich kämpfe mit der kaum. Ich finde die doof. Kämpft eigentlich sowieso kaum jemand mit einer Schrotflinte. Ja, aber oh mein Gott. Man kann mit der gut snipern. Mit der Schrotflinte. Ja, kannst du also bei dem Spiel schon. Okay. Ich glaube eher, dass man mit der Sniper gut snipern kann. Mit der Sniper kann man auch gut snipern. Und du kannst auch Pistolen als Sniper nehmen, also Skins halt. Und die sind eigentlich genauso gut. Ich habe ich ja gerade hier. Ja, ich werde mir das Video mal angucken. Ja, mach das. Und abonniere mich. Nein. Hab ich schon. Yeah, cool. Pluspunkt. Nein. Ich werde mir allerdings einen neuen Kanal machen. Ey, wie schnell sterbe ich denn bitte schön? Der hat mir einen Headshot gegeben. Toll. Ich wollte mal angeben und cool sein, aber die geben mir, lassen mir gar keine Chance. Und ich muss mal mein Monster Energy bald mal ausschütten. Das stinkt hier übelst und das... Das ist bestimmt schon eine Woche alt und es steht hier rum und... Uah. Keine Sorge, das riecht man nicht durchs Headset. Ja, also noch haben wir keine Geruchssensoren durch Internet. Gott sei Dank. Ich würde mir so ein Ding auch ehrlich nicht kaufen. Gott sei Dank, weil sonst würdet ihr mich immer riechen und ich stinke. Schön, dass wir das jetzt wissen. Ja, man muss ja alles wissen. Ne? Ich hab den Headshot gerade gegeben, ne? Wie geil. Immer töte ich dich. Ich töte keinen anderen, weil ich aber zu schlecht bin, aber... LOL, ich hab ihn wieder getötet. Immer töte ich ihn. Immer töte ich dich. Ich kann keinen anderen töten. Wie viele Punkte habe ich eigentlich schon?
4. Ich hab grad mal einen. Und ich bin trotzdem zu weit. Du bist... Lol, wie schlecht die anderen einfach sind, Leute. Der hat einen Punkt und ist Zweiter. Ich bin so gut. Der eine hat 33. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Wieso schießt ihr alles kaputt? Ja, weil ihr... weil wir das müssen, weil ihr doof seid. Oh, lass mich in Ruhe, auf mich abzuschießen. Nein, Mekan dreht durch. Ich doch nicht. Ja, du hast gerade, du bist voll abgedreht, Leute. Ich musste kurz einen Cut machen, weil er hat sich versucht, eine Banane in den Hintern zu schieben und hat seinen PC weggeschlagen und hat mit seinen Schlafpantoffeln. Wo wurde ich abgeschossen? Was zur Hölle? Und er hat mit seinen Schlafpantoffeln gegen sein Gesicht gehauen oder so. Oh, ich hast du verdient, dass du gestorben bist? Nein! Sag doch sowas nicht. Wenn ich eigentlich von oben ins Wasser springe, ach, geht überhaupt gar nicht. Ja, im Wasser kriegst du voll schon. Voll unrealistisch, so. Wenn man bedenkt, wie tief das Wasser ist, nicht. Ja, voll unrealistisch, weil guck mal, du springst eigentlich von 10 bis 20 Metern von oben ins Wasser und Wasser ist eigentlich... Das fängt es ab und du bist, das ist schön gemütlich und normalerweise müsstest du das überleben, aber nein, du kriegst ja darin Schaden. Oh, 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 oh. Fallschaden im Wasser ist sehr realistisch. Was? Fallschaden im Wasser, ja. Alter. Ach, da ist unsere Brücke, ich wollte schon sagen. Wieso tötet diese Amazon mich ständig? Weiß ich nicht. Vielleicht ist er in deinem Team. Ich wollte schon die... Das sieht übrigens sehr cool aus. Das schwebt ja in der Luft. Bei uns das Haus. Ich wollte schon sagen, die Brücke... Ja, mein Skin sieht ein bisschen bescheuert aus. Ich hab's ein Loch im Bauch. Was ist denn noch? Ja, bei meinem Skin habe ich irgendwie ein Loch im Bauch. Ach so. Warum? Ich habe einen Standard. Ich habe einen Standard Skin. Ich wollte mir erst einen Sonic Skin reintun. Haben wir einen noch im Buch. Ist klar, Murat. Ich komm kurz und er sieht mich eine Sekunde, Leute, und tötet mich natürlich gleich. Ist klar, ja. Batu sieht mich gar nicht und tötet mich. Ja, zum Glück haben wir keinen Hacker auf dem Server, weil das ist affig ein bisschen doof. Ich hasse Hacker. Ja, ich auch. Hacker haben keine Leben. Trotzdem vertauschen viele Hacken mit Skill. Ja, vor allen Dingen, das ist richtig schön. Oh, einer schreibt Hacker. Vor allen Dingen, das ist richtig schön, wenn man richtig gut ist und die wollen nicht rauskicken, weil die denken, du hackst. Alter! Ich hab dich wieder getötet. Immer töte ich dich. Wie geil ist das? Ich hab die ganze Zeit auf euch rumgeballert. Ich hab 4 Schüsse gemacht. Dann pum, pum und dann warst du tot. Scheiße. Ich glaube, ich hab hier eine Blutlache. Deshalb ist das alles so rot. Ey, das ist so dumm. Ich schaff das nicht mal bei euch durch die Brücke, also durch die Höhle zu gehen, weil ich dann immer einen Headshot bekomme und sterbe. Das geht doch nicht. Ich kann mal meinen Skin, wenn ich tot auf dem Boden liegt, mein Gehirn sehen. Ja? Krass. Ja. Krass. Leute, mich würde mal so interessieren, Ace of Space kommt ja bald raus, also die Vollversion. Wer würde sich denn das kaufen? Ich nicht. Nee, würdest du nicht? Also es gibt ja bald bei Steam und das wird ja auch neu gemacht und... Also mir macht es ja immer noch Spaß und ich möchte das gerne mal weiterspielen später. Ich glaube, ich kaufe mir das. Das kostet bestimmt nur 10 Euro oder so. Oder 5. Ja, dann... Nope, hat mich getötet. Ist ja auch ganz cool, also ich mag das Spiel immer noch. Und ich möchte jetzt immer weiterspielen, auch wenn ich es kaum spiele. Ich spiele es immer nur, wenn ich das Let's Play. Deswegen frag nicht. Geht mir auch so. Nur wenn du aufnimmst, zockst du. Ey, yeah, ich hab dich gekillt. Wollt ihr mich ver... Ja, Cheetah, immer tötest du mich. Was ist los? Was ist los? Ja, alles klar. Ich habe aber noch jemanden getötet, bevor ich gestorben bin. Ich habe 6 Punkte, wie gut ich bin einfach. Ich bin auch besser, ich habe 3 Punkte. Wie gut. Wer hat mich jetzt getötet? In meiner Base. In meiner Base wurde ich getötet. Ich bin gespawnt und bin gestorben.
Ist klar, okay. Kenn ich. Was ist denn das? Ist das ein Vulkan oder so? Das ist ein komisches Haus, das ist rot-weiß. Das sieht aus, wie ob ein Mädchen gerade ihre Periode hat und da steht so ein Verstopfungsding und es läuft gerade alles runter. So sieht das aus. Sehr appetitliche Gedanken, Simi. Ja, ja, sowieso. Na, ich bin auch in der Pubertät und ich bin ja auch noch ziemlich kindisch. Also, das ist normal dann bei mir. Ja, merkt man. Ja, und da fliegt gerade ein Dynamitstückchen. Dynamit befreit das Leben. Genau, ich falle einfach mal hier. Ich falle einfach mal unter die Brücke, ist klar, obwohl da nicht mehr ein Loch war. Mhm. Hat dir vielleicht jemand ein Loch drin geschossen? Oh, das Spiel will mich verarschen. Da wurde ich wurde gerade wieder hochgeportet, bin wieder runtergeflogen, habe ich kann nicht rechnen, 69 Leben verloren. Voll dumm, ey. Ja, ist klar. Yeah. Ist klar, immer tötest du mich. Ich will auch mal jemanden besiegen, Leute. Ich schaff das nicht mal dahin zu kommen, ohne dass ich sterbe. Und ich muss mich bald mal wieder rasieren. Ich bekomme so einen Ziegenbart und das ist nicht toll. Das sieht hässlich bei mir aus. So, jetzt habe ich 4 Punkte. Leute, wer von euch hat eigentlich einen Vollbart? Schreibt es bitte in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und soll ich mir einen Vollbart wachsen lassen? Nein. So ein 13-jähriger Zuschauer hat einen Vollbart so. Ja, ich habe einen Vollbart. Also ich habe keinen. Ja, ich habe wenigstens einen gekillt. Nein, du hast keinen Vollbart, also wie kannst du nur? Ich hab gerade nach dir geschossen, aber der war schneller als ich. Ja, aber ich habe jemanden getötet, also ich bin froh, ich bin froh, dass er mich getötet hat, weil da hast du mich nicht getötet und da fühle ich mich mal so naja, so schlecht, wenn du mich tötet. Nein. Wohin gehen wir? Nee, ich würde sagen, das war's hier erstmal. Also ich denke mal, wir haben eine Folge aufgenommen und 15 Minuten. Und Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Und hier ist einer Chrissy. Okay. Cool. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal und willst du auch nochmal Tschüss sagen oder nicht? Oder? Ja, ciao Leute. Ja, ciao Leute. Oh, ich finde deine Stimme cool. Ja, ich auch. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss. Bis dann. Euer Semi. Tschüss. Ciao. Ciao.